Gibt Wichtigeres als den Müll, ne? Trink für mich. Mann, Brown hat einfach gelogen. Ich meine, ich bin nicht sein größter Fan. Aber er spricht immer von Wahrheit und Gesetz und so. Musst du dich darüber so freuen? Was? Auf so etwas hast du doch nur gewartet. Etwas, das beweist, dass Eddie ein Arsch ist. Aber deine Schadenfreude ist nicht cool. Es ist Tina. Ich muss rangehen. Ja, warte kurz. Ich parke das Auto. Wie vorbildlich. Gut, rangehen hätte sie gar nicht dürfen, aber... Dann vertrete ich mir wohl mal die Beine. Nein, gib mir eine Sekunde. Okay, Tina, was ist los? Hi, Süße. Ich habe jemanden, der super gern das Haus sehen würde. Oh, das ist super. Wann? Die Person ist nur kurzzeitig in der Stadt, also würde sie es sich übermorgen anschauen. Oh, ich weiß nicht, ob das geht. Süße, dieser Typ ist sehr interessiert, aber ich weiß, dass er sich auch andere Objekte ansieht. Und es ist nicht so, als würden euch die Leute die Türen einrennen. Dafür bin ich auch dankbar, aber bei uns ist ziemlich viel los. Habe ich erwähnt, dass er in Bar bezahlen will? Kein guter Zeitpunkt. Ist kein guter Zeitpunkt. Er will in Bar bezahlen, Alice. Tut mir leid, aber das wird das totale Chaos. Ich will von niemandem die Zeit verschwenden. Okay, tja, dann sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich stehe jetzt wohl auf Tinas schwarzer Liste. Einfach mal einem Kunden abgesagt, ne? Oder einen potenziellen Interessenten abgesagt. Achtung, während der Lachswanderung kommt es häufig zu Bärensichtungen. Mai bis Oktober. An allen Flüssen, örtlichen Wanderwegen, Aussichtspunkten und Gletscherstraßen ist extreme Vorsicht geboten. Im Herbst begeben sich die Bären auf höheres Gelände, um dort Bären zu fressen. Das ist ein schöner Satz. Und sich auf den Winter vorzubereiten. Ich weiß, dass es mit zwei dass es verschieden geschrieben wird, aber allein das auszusprechen. Im Herbst begeben sich die Bären auf höheres Gelände, um Bären zu fressen. Okay. Also rein, wenn man das nur so hört, ne? Klingt das schon erstmal komisch. Geht es wahrscheinlich um welche Wahlen. Die Black und ich Creek. Sind hier vor ein paar Jahren gewandert. Auf dem Gipfel gab es ein eiskaltes Bier. Eiskaltes Bier, ne? So, da hinten also. So, wir haben ihm sagen, dass wir dem Interessenten gerade abgesagt haben. Hier sind wir hier. Die ist wirklich richtig gut geworden. Dorian Key. Klingt irgendwie vertraut. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ist schön gut reingeschnitzt. Da hast du ja einen hübschen Fleck gefunden. Wir waren hier schon mal, oder? Tina? Tina West, die Maklerin. Ach, die Tina. Was wollte sie? Sie hat jemanden gefunden, der das Haus sehen will, aber er hätte nur übermorgen Zeit. Und du hast abgelehnt? Ja. Wir brauchen noch mehr Zeit zum Saubermachen und all dem. Danke. Aber was, wenn keiner mehr anruft? Dann werden wir in dem verdammten Haus wohl alt und verlieren unseren Verstand. Klingt nach einem Plan. Also, unser Gespräch, bevor Tina anrief? Ja. Ich freue mich nicht, dass dein Pflegevater gelogen hat. Ach ja? Klang aber ganz danach. Er hat Infos über Mary Ann verheimlicht. Weiß ich. Du musst es nur nicht so hochspielen. Verstehe. Du stehst immer auf seiner Seite statt auf meiner. Komm schon, das ist unfair. Warum machst du es dann immer wieder? Diese Stadt, diese Leute, für dich sind sie nur Erinnerungen. Aber das ist mein Zuhause, Freunde, Familie. Und so sehr ich auch nach Antworten suche, will ich nicht mein ganzes Leben hier dafür opfern.
Ich bin nicht hier, um dein Leben zu ruinieren, Allison. Ich will doch nur antworten. Ich weiß. Deswegen tun wir das alles ja. Themenwechsel mit Aussicht? Willst du den ganzen Tag schmollen? Eddie hat mich davor gewarnt. Ist wirklich... Ach, ich mach einen Themenwechsel. Unsere Stadt sieht von hier ganz schön hübsch aus. Was? Du hängst mehr an diesem Ort, als du zugeben willst. Willst du noch in der Wildnis leben? Komm schon, hilf mir doch. In der Wildnis. Du willst also wirklich an einem so abgeschiedenen Ort wie dem hier leben? Allein in einer Höhle? Als Sprecher der Bäume? Ja. Ist es wirklich so schwer, das zu glauben? Hätte dich nicht für einen Einzelgänger gehalten, wer soll dich besuchen kommen? Einzelgänger. Ich sehe dich nur nicht als Einsiedler. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Naja, du warst halt einfach weniger schlimm als andere. Okay, das war ein Kompliment. Zwar nicht so ganz, aber gut. Es schneit. Spürst du das, Tai? Ja. Okay, jetzt bist du der Stern und ich bin der Kompass. Okay. Und nicht schummeln. Letztes Mal hast du mir falsche Hinweise gegeben. Hab ich nicht. Hast du wohl. Okay, okay. Ich mach es nicht nochmal. Haben sie lächeln wieder. Du hast immer gesagt, ich würde schummeln. Na, das war ja auch so. Das war ein cooles Spiel. Zu fühlen, was du fühlst und dich so aufzuspüren. Wir sahen verrückt aus. Niemand sonst konnte mit uns spielen. Ja, unfassbar, dass wir es vor aller Augen gespielt haben. Die dachten bestimmt, wir sind kleine Verrückte, die Blödsinn plappern. Nun, wir waren verrückt. Und ziemlich großartig. Wolltest du nie ein bisschen dazugehören? So gar nicht? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja uns. Das hat mir gereicht. Er war glücklich anscheinend. Bist du nicht enttäuscht, dass wir jetzt doch keine Milliardäre geworden sind? Nee, das Geld hätte mich weich gekocht. Dafür habe ich zu viele Jahre an meiner kantigen Art gefeilt. Du hattest recht, mich vorhin anzugehen. Ich war echt ein Arsch wegen Eddie. Man sollte die Siege feiern, wie sie kommen. Aber vielleicht nicht auf Kosten meiner Vaterfigur. Ich gebe mir Mühe. Doch schön, wäre das geklärt. Kann man, denke ich, dann zurück zum Auto gehen, ne? Man hat den schnellen Schritt drauf, ja. Jetzt nicht. Jetzt wieder. Hopp, 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 hopp. Zurück. Zum Auto. Hey, schau mal hier. Doch nicht zum Auto. Was haben wir hier? Und Allison. Er ist wirklich noch da. Ich wusste, dass wir hier waren. Wir machten es zum Teil des Ronin-Reiches. Das ist es immer noch. Es braucht nur ein kleines Update. Jetzt hat er ein Messer. Was machst du da? Was ich damals schon tun wollte, wofür ich aber zu feige war.
So, sieht schon besser aus. Stimmt. Viel besser. Genau, aus dem Olli oder ein Tyler. Aber wenigstens haben sie sich wieder vertragen. Police Department. Und? Was ist der Plan? Abgrennen. Wir gehen hinein und fragen Eddie sachlich, warum er dort war. Okay. Sachlich. Lassen wir ihn seine Seite der Geschichte erzählen, okay? Mhm. Oh, ja. Ich verstehe, Mr. Barrow. Ich werde es ihm sagen. Ja, ich habe alles notiert. Guten Tag, Mr. Barrow. Morgen, Kleine. Wieso sitzt du an der Rezeption fest? Rose ist heute ausgefallen. Ich spring für sie ein und erledige meinen Papierkram. Was machst du hier? Ich wollte nur mit Onkel Eddie sprechen. Von eurem identischen Aussehen ausgehend, schätze ich, das ist Tyler. Tyler, Denise, Denise, Tyler. Wilson, kannst du Officer Vincenzi sagen, dass ich... Oh, morgen, Allison. Hi, Onkel. Ich nehme Dr. Torres' Aussage auf. Vincenzi muss nicht zurück auf die Wache. Er scheint ja nicht gerade gut gelaunt zu sein. Ja, keine Ahnung, was da los ist, aber er ist den ganzen Tag schon irgendwie verstimmt. Viel Glück. Und der Tyler nicht mal gegrüßt? Toll. Jetzt hat er einen Grund, uns wegzujagen. Er nimmt sich sicher Zeit, wenn wir sagen, dass es wichtig ist. Na, mal sehen. Hallo, Kinder. Oh, hallo, Erwachsener. Alles okay? Dein Onkel meinte, du würdest ein paar Tage knietief im Müll hocken. Paar Tage? Klingt optimistisch. Wann immer wir eine Schublade leeren, erscheinen zwei weitere, wie aus dem Nichts. Ah. Ja, ihr habt mein Beileid. Beim Haus von Lindas Eltern? Oh. Ich dachte schon, wir bräuchten einen Bagger. Wie geht's, Linda? Hab sie seit Monaten nicht gesehen. Gut. Sie arbeitet jetzt als Bibliothekarin an der Highschool. Die Bezahlung ist nicht super, aber sie sieht die Kinder jeden Tag, also. Brandon freut sich sicher. Oh ja. So wie jeder Teenager, der Zeit mit Mutti verbringen darf. Ich lass dich mal arbeiten. Ach, keine Sorge, du störst mich nicht. Ja, der will doch bloß quatschen, ne? Sie sagten, Ihre Tochter war bei dem Vorfall dabei? Ja, das war sie. Dann brauche ich auch Ihre Daten. Nennen Sie mir Namen und Geburtsdatum. Okay. Isabella Henderson, 16. Juli 2009. Henderson? Anderer Nachname? Ja, der des Vaters. Er ist mein Ex-Mann. Lebt sie die meiste Zeit bei Ihnen? Nein, ihr Vater hat das primäre Sorgerecht. Aufgrund meiner Schichten. Ich habe sie am Wochenende. Ich habe deine Nachricht bekommen. Ich habe deinen Geburtstag vergessen. Sorry. Da haben wir schon ganz schön Informationen wieder gekriegt, ne? Ich mach's wieder gut. Okay. Dem Bericht zufolge riefen Sie gestern um 6.13 Uhr an, weil jemand Ihren Briefkasten beschädigt hat. Officer Vincenzi wurde um 6.29 Uhr an den Tatort entsandt. Konnten Sie nicht für die Aussage bleiben? Ich musste um 9 in die OP. Ich war bereits spät dran. Verstehe. Hier steht, Sie arbeiten im Cottonwood Hospital? Richtig. Das ist ganz schön weit. Das ist wohl richtig. Wie sind Ihre üblichen Arbeitszeiten? Ich bin Assistenzärztin in der Chirurgie in einem der einzigen Krankenhäuser in Südostalaska. Tyler, ich stehe quasi immer auf Abruf. Ah, ja, natürlich. Ich höre dem zu. Ich bin dankbar, dass Sie nach einer 24-Stunden-Schicht vorbeikommen. Brauchst du etwas, Allison? Ja. Tyler, wollen wir? Morgen, Chief Brown. Guten Morgen, Tyler. Hey, können wir privat mit dir sprechen? Es ist ziemlich dringend. Entschuldigen Sie mich einen Moment, Dr. Torres. Was ist los, ihr zwei? Wir hatten noch ein paar Fragen zu unserer Mutter. Hör zu, es passt gerade nicht. Gut, können wir vielleicht später wiederkommen? Entschuldigung. Kommt schon. Leute,
Wir sind heute unterbesetzt. Meine Rezeptionistin ist krank. Ein Beamter kümmert sich um persönliche Probleme. Und ich muss die Aussage der Dame zu Ende aufnehmen und habe keine Zeit. Wir wollen nur ein paar Antworten von dir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du noch von mir hören willst. Ich habe schon alles gesagt. Ich muss mich um diese Beschwerde kümmern. Sorry, Leute. Ungünstiger Zeitpunkt. Ich hasse es, wenn er so stur ist. Miss. Und was jetzt? Natürlich, Miss Torres. Ihr findet es selbst heraus. Nun, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Dann müssen wir es selbst rausfinden. Wo glaubst du, haben sie ihre Akte? Ich weiß nicht. Im Archivraum? Oder in Eddies Büro? Halt, du willst doch wohl nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Könnten Sie mir den Verlauf Ihres Morgens im Detail mitteilen, Dr. Torres? Natürlich. Ich bin um 5 aufgewacht und habe mich für die Arbeit fertig gemacht. Isabellas Vater sollte sie bei uns um 6.30 Uhr ab. Hey, was macht ihr zwei da drüben? Alles in Ordnung? Ja, alles ist gut. Wir wollten nur... Ich habe Tyler nur erklärt, wo das obere Klo ist. Tyler, hilf mir doch mal. Oh, ja. Toilettennotfall. Seewasser, nicht wahr? Die Saftkurve Mutter Natur. Die Toilette ist gleich hinterm Pausenraum. Hinter dir. Erste Tür rechts. Vergiss es, Tyler. Wir kommen nie im Leben einfach so nach oben. Das ist zu verdächtig. Es muss einen anderen Weg geben. Sollen wir uns einfach umsehen? Ja, okay. Bleib cool. Okay. Von hier geht's nicht in den ersten Stock. Wir brauchen einen anderen Weg. Ja, aber es wäre doch jetzt gut gewesen, in den Pausenraum zu gehen, wenn wir schon sagen, Toilettennotfall. Jetzt bleiben wir hier stehen, oder was? Überhaupt nicht auffällig. Natürlich. Geh mal hier hinten lang. Von hier geht's nicht in den ersten Stock. Wir brauchen einen anderen Weg. Also weckte ich sie um 6. Ich habe Frühstück gemacht. Und während wir aßen, fiel mir auf... Auch einen anderen Weg. Okay, was haben wir hier noch? Mailbox Bandit Investigation. Ach so, das ist dieser Briefkastenzerstörer. Doch sie hat das sofort gesehen. Jemand. Irgendwas. Ja, es geht so in die Richtung, bloß ohne diesen Horroraspekt. Restroom. Ich muss eine rauchen. Dann bleib mal erstmal noch drin. Nein, ich bleib hier. So, schau ich nochmal mit ihr. Da? Hallo? Hey, ich wollte dir noch sagen, Allison hat uns den Artikel gezeigt, den du fürs Juno Daily geschrieben hast. Du hattest voll recht. Der Staat muss für die Jugendzentren sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Fireweed hatte Glück, dich zu haben. Ich habe gern mit den Kindern gearbeitet. Das war harte Arbeit. Ich muss los. Ich habe gern mit den Kindern gearbeitet. Danke. Ich habe mich auch für mehr Outdoor-Aktivitäten eingesetzt. Hatte sogar Stress mit der Administration deswegen. Doch als diese Kinder auf dem Mount Roberts standen... Mann, waren die stolz. Tolles Gefühl. Ich weiß genau, was du meinst. Ich, arbeite manchmal ehrenamtlich beim JBG. Halte Vorträge über Polizeiarbeit, leite Gruppengespräche, wenn ich kann. Beim JBG gesagt, dieses JCE, Übersetzung, ne? JBG? Also, der Juno-Bund JBG. Für Gleichberechtigung. Oh. Super. Was? Wirklich? Das ist klasse. Ja, ich will ja nicht predigen, aber die Kids in diesen Gruppen, sei es Fireweed oder der JBG, sie brauchen Leute, die sie wirklich verstehen. Die wissen, wo die Kids stehen. Und sich auch für sie einsetzen. Jedenfalls, sorry für die Predigt. Was los? Tut mir leid, um den Hund, arbeite als Polizist wegen der JBG. Okay, bis bald. Tut mir leid, um den Hund. Allison hat mir von deinem Hund erzählt. Mein Beileid. Danke. Ja, er war ein guter Junge. Der Beste. Ist die Arbeit als Polizist? Also, wie ist das so als Polizistin?
Muss irgendwie schräg sein. Oh ja, aber ich weiß, dass ich viel Gutes tue. Und das Team ist toll. Chief Brown versteht's. Wirklich? Mhm. Letztes Jahr hatte ich einen Kerl, der mich ständig bat, Kaffee zu holen. Chief hat ihn sofort entlassen. Wow. Nicht schlecht, Chief Brown. Was ist mit dir? Was planst du für die Zukunft? Schwierig, Pläne zu machen. Ich möchte noch Denali. Nun, ich habe eine Ausbildung als Park Ranger. Und ich hoffe auf eine Tour in Denali. Hey, weißt du, meine Cousine arbeitet in Yosemite. Wenn es mit Denali nicht klappt, könnte ich schauen, ob sie Platz für dich haben. Ja, wirklich? Natürlich. Solange du mich das Angebot nicht bereuen lässt. Danke, Denise. Das wäre klasse. So, dann machen wir mal die noch JBG, ne? Wie hast du vom JBG erfahren? Genau wie alle alles finden. Im Internet. Hat ein paar Monate gedauert, bis ich zu einem Treffen gegangen bin. Immer wenn ich gehen wollte, habe ich gekniffen. Kann ich nachvollziehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Also, vertrau mir. Es war die richtige Entscheidung. Es ist eine tolle, unterstützende Gemeinschaft. Kann sie echt empfehlen. Okay, bis bald. Wir sehen uns dann. Ja, zurück an die Arbeit. Wir reden später, okay? Wo ist Isabella jetzt? In der Schule. So, hier haben wir erstmal alles Mögliche an Fragen ansehen. Genau, das ist der Plan. Notausgang. Er führt zu einer Treppe an der Außenseite des Gebäudes. Aber er wird von innen verschlossen sein. Wenn einer von uns für Ablenkung sorgt, kann der andere nach oben gehen und die Tür öffnen. Da du der Unruhestifter bist, sorgst du für das Ablenkungsmanöver. Was? Wirklich? Hast du eine bessere Idee? Bin ein schlechter Lügner? Nicht wirklich. Na, ich habe keine bessere Idee. Nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Okay, also muss ich jetzt mich darum kümmern, Unruhe zu stiften. Für Ablenkung zu sorgen. Der sieht ja eh gerade nichts. Also muss ich ja eigentlich nur den hier ablenken, ne? Los geht's, Licht aus. Oh, ups. Tyler. Jetzt werden wir mal rausgehen. Ich lauf ja schon. Ja, jetzt hoch. Hoppla, ne? Ja, mach zu, ich bin drin. Aber ganz aus Versehen ist das Licht ausgegangen. Oh, da habe ich mich aus Versehen rangelehnt. Sind in seinem Büro. Der Polizeichef hält Wohltätigkeitsveranstaltungen ab. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hey Eddie, einmal erfindest du deine Einladung für die jährliche Veranstaltung. Wie immer habe ich dir ein +1 bewilligt für den Fall, dass du es irgendwann doch nutzt. Alles Gute. Elliot. Dann haben wir noch einen großen Setzen Plan. Setzen wir die Veckis neben. Muss das sein?
Genau, noch einen Sitzplan ändern, ne? Personalakten, Budgetpläne, aber keine Fallakten. Eine Waffe? Nö. Hallo. Ein Sammlerstück. Auch wenn wir verbrennen, so gehen wir daraus hervor als Sternenstaub. Ist das... Oh nein. Oh doch. Brennen. Es muss brennen. Es muss brennen. Was liegt denn hier? Die Polizei von Dallas bekommt einen neuen Beamten. Endlich. Okay, der Kerl hat eine Akte. Und was für eine? Warum ist er überhaupt auf der Liste? Eddie hat echt Schwierigkeiten, hier draußen wen zu finden. Er hat wohl keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ja? Donald Mert, Fairbanks, Alaska. Krimineller Handel. Schuldig, 6 Monate Haft, 1 Jahr Bewährung. Der hat ein bisschen was gemacht. Mehrere Vergehen. Besitz, Verwendung von Drogenzubehör. Okay, was ist das andere? Beruflicher Werdegang, US Army, Militär. Überwachung der Anfertigung von Sandwiches. Wichtiger Job. Army of the United States. Unter ehrenhaften Bedingungen aus den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika. Okay, die Entlassung. Hiermit wird bestätigt, dass Donald M. Mert, Private First Class US Army, am 26. April 2011 unter ehrenhaften Bedingungen aus dem Dienst für die Vereinigten Staaten entlassen wurde. Dann zur Polizei, ne? Hat hier eine Akte? Hier bewahrt Brown wohl seine persönliche Post auf. Klempnerrechnung? Du hast dich für einen Dramakurs im Sommer 2009 beworben? Ja, aber ich wurde abgelehnt. Michael und ich wollten zusammengehen. Er ging, aber ich saß den ganzen Sommer über mit Justin Bieber hier fest. Warum? Also, laut diesem Brief warst du drin. Was zur Hölle? Also, hat er es einfach abgesagt? Tut mir leid, Allison. Überrascht mich nicht, dass er schon früher gelogen hat. So kommen dann andere Informationen ans Licht. Warum hat Brown Kontakt zum Leiter von Fireweed? Oh. Was hast du gefunden? Es ist eine Rechnung. Sehr geehrter Mr. Brown, beiliegend finden Sie die letzte Rechnung für den Bewohner Tyler Ronan. Die Fireweed-Administration dankt Ihnen für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Bloß mehr Geheimniskrämerei. Vielleicht wollte er nicht, dass du dich unwohl fühlst. Jetzt fühle ich mich, als stünde ich in seiner Schuld. Also der Eddie hat dafür gesorgt, dass die Allison nicht zu diesem Drama kommt und hat irgendwie auch Rechnungen bezahlt für den Aufenthalt von Tyler. Sieht aus, als arbeite er mit dem Jugendamt an einem Fall. Das geht uns nichts an. Ja, Jugendamtdaten, Zustellungsversuch. Aber ein paar Informationen haben wir hier schon mal bekommen. Nicht zu dem, was ich Informationen haben möchte, aber... Ist das? Wie alt ist Brown? 38. Oh, wow. Hat seinen Abschluss jung gemacht. Das ist ja klar, also das sieht dann wirklich sehr jung aus. Nee, da waren wir schon. Haben wir hier noch irgendwas? Aufpassen, wenn ihr gesehen wird, ne? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber vielleicht finden wir etwas in Eddies Büro.
Das ist doch Eddies Büro, oder? Ich kann nicht glauben, dass ja. Ich das sage, aber vielleicht finden wir etwas in Eddies Büro. Dann gucken wir nochmal. Dann schauen wir nochmal, ob ich doch vielleicht irgendeinen Punkt übersehen. Aber hier haben wir ja reingeguckt. Oder doch nochmal das hier. Nee, nicht das. Das war's falsch. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte nochmal in die Schublade. Schublade will ich nochmal. Mach nochmal die Schublade auf. Mach die Schublade auf. Bist du sicher, dass du alle Mails gelesen hast? Mails? Dann kann er den Rechner. Okay, untersuchen wir nochmal hier. Der Rechner? Ah. Nacho Disaster, Stadtratssitzung, Anfrage zum Fall. Nimm erstmal die Anfrage. Wow. Brown hat unsere Akte heute eingesehen. Moment, was? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, aber hier steht eine Referenznummer. R68653. Okay, wegen der Nachfrage zum Ronin-Fall. Die Akte wurde noch nicht digitalisiert, also kannst du die Originalpapiere zu anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden. Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt, aber du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Tom hat Eddie zum Essen eingeladen? Oh, ja. Tom setzt alles daran, dass Eddie ihn öffentlich unterstützt. Und? Unterstützt er ihn? Er will lieber neutral bleiben. Okay. Mal das Anwesenheit zum Anti-Bias-Training. Stadtratssitzung. Guck mal, haben wir alle E-Mails gelesen? Immer wissen wir, dass die Akte... In einer seiner Mails ging es ums Archiv. Da muss unsere Akte sein. Genau. Die Information haben wir jetzt ja bekommen. Können wir da jetzt hier hinten lang? Ja. Authorized personnel only.